Hallo und herzlich willkommen zur 299.3 Folge. Letzte Folge habe ich angesprochen, wie das hier alles aufgebaut ist, wer alles dran teilnimmt. Und hier ist der Enrico, guten Tag. Hallo. Und wie das alles ablaufen soll, dazu kommen wir heute. Guten Tag. Guten Tag. Ja, Anni ist auch noch da. Guten Tag. Ja, hier habe ich noch ein paar Wege eingelegt, mal zwischendurch. Und dieser Weg, der führt dann irgendwann mal hier geradeaus zu Mengleden. Und hier ist der einfahrtrige Weg dann, wo die Stadtmauer hochgeführt wird. Genau, hier kommt nämlich dann auch noch ein Tor hin, das aber zur späteren Stunde. Genau, wie läuft das alles ab? Wir treffen uns sozusagen hier zu dieser besagten Uhrzeit. Und bequatschen dann erstmal alle zusammen, wie wir das gestalten. Hier sind genug Materialien, ich habe genug Holz, ich kann nochmal euch die Truhen zeigen. Hier sind hier Tropenholz, Eichenholz, Fichtenholz, Birkenholz. Und hier Schwarzeichenholz kann ich auch noch unten aus dem Lager holen. Und hier ist Erde, hier ist Sand, da kann man Glas machen. Hier Brote, hier ein paar Sachen, Essen, Lehm. Ganz viele Steine und noch mehr Steine und Erzeugnisse. Es ist ein Öfen, hier ist Kohle, Eisen. Und Farbstoffe habe ich auch genügend. Da könnte man eben auch noch buntes Glas machen, aber das dann wahrscheinlich erst. Dort oben bei der Kuppel, wie habe ich mir das vorgestellt? Es sollte so ein bisschen ähnlich sein wie beim Fernsehturm. Das ist jetzt, also Fernsehturm Berlin, das ist jetzt... nur so ein Rohbau hier aus Dreck, der wird wahrscheinlich dann Stufe für Stufe auch abgerissen. Und da kann ich ja mal hochklettern. Das ist sozusagen die erste Ebene. Ich habe mir nur mal einen Kranz drum gezogen, wo das dann ungefähr enden soll. Das soll natürlich auch mittelalterlich korrekt sein. Das muss man dazu sagen. Deswegen kommen hier auch sehr viele Stein- und Holzelemente mit zum Sprechen. Weil es soll auch der Stadt angepasst sein, wie dort hinten zum Bleistift. Da wird ja fast alles nur aus Holz gebaut. Ein bisschen Stein ist da auch mit dabei. Und Lehm natürlich auch. Die zweite Ebene ist dann schon ein bisschen höher. Aber das hier ringsrum sozusagen, das wird wahrscheinlich erst zum Schluss ausgebaut. Das sind so einzelne Räume, wo man dann was Kleines Kreatives machen kann. Ich habe mir da so gedacht... Jede Ebene kann ein Gast dann sozusagen dann noch was einrichten, wenn der Turm fertig ist. Hier könnte man sogar noch zwei verschiedene Ebenen reinziehen. Und hier vielleicht auch. Beziehungsweise dann hier, weil das ein bisschen enger ist, dann der Gast zwei Etagen bekommt. Das wäre vielleicht auch möglich. Und hier oben ist dann das ganz enge. Das ist dann wahrscheinlich nur so Gerümpel. Und hier ist dann oben. Also hier ist noch nicht oben, das geht noch ein bisschen höher. Denn hier unten fängt es noch nicht an sozusagen. Die richtige Glaskuppel, wo man runter gucken kann, ist dieser Block da. Dieser. Und dieser Blockradius hier, ich kann das ja mal hier zeigen, da ist es am besten. Ja, wir sind gerade am Mittag. Wenn man hier runter guckt, ist es schon eine gute Aussicht, muss man sagen. Hier, diese Blöcke. Also von denen aus gesehen, hier hoch bis zu diesen. Ja, sind 9 Stück. Das wird Glas. Einmal ringsrum. Und dann wird wahrscheinlich oben drüber und unten drunter noch ein paar Gerümpelkammern kommen, beziehungsweise kommt dort oben rein in diese Kuppel. Ich war noch nie auf dem Fernsehturm oben drauf, deswegen muss ich das wirklich nach Gefühl machen und meines Erachtens nach ich war schon na vielleicht kann der Enrico Rico und Anni mit mal kurz eine Berichterstattung machen, wie es denn dort oben ausschaut, was da alles zu finden ist. Naja, so nö. Dann spoiler ich doch, das geht doch nicht.
Okay. Und das Ganze ist rund und dreht sich. Na, drehen, das haben wir ja nicht. Aber wenn man genug Alkohol trinkt, da dreht man sich auch automatisch. Genau, gehen wir mal den Weg gleich, um das schwarze Eichenholz zu holen. Also dort oben wahrscheinlich ein paar Bänke, wo man sich hinsetzen kann. Nehme ich jetzt mal stark an. Und irgendwie so ein Kaffee soll da rein. Also jetzt hier auf unseren 300, ja. Und da kommen auch ein paar Apartments dann für die ganz Reichen. Die wohnen dann da auch. Dazu habe ich mir auch Pläne gemacht. Diese Pläne möchte ich natürlich auch umsetzen. Oh, guck mal. Da steht Kuchen. Viele Glückwünsche zu 300 Folgen Minecraft wünsche ich dir alle Bürger und Steins. Dankeschön. Dann muss ich mich gleich mal revanchieren hier drüben. Bei unseren Nachbarn. So, dann habt ihr in der richtigen 299. Folge gesehen, dass ich hier ein bisschen das Lager ausgebaut habe. So dass wir hier jetzt auch genügend Holz haben. Zack. Genau. Hier haben wir wahrscheinlich auch noch Holz, aber das Akazienholz will ich eigentlich nicht angreifen. Das ist mir zu wenig. Hier ist noch ordentlich da. Da können wir noch was nachholen. Auch hier oben ist noch ein bisschen was da. Und hier sind noch Farbstoffe. Noch welche drin? Ah, hier sind Betten. Ne, Moment. Farbstoff. Hier sind ein paar Farbstoffe drin. Ist auch nicht so viel. Das sind jetzt nicht die vielen Farbstoffe, aber aus einem Farbstoff kriegt man ja 8 Glas raus. Von daher ist das eigentlich praktisch. So, das habt ihr auch schon gesehen, dass ich die Treppe ein bisschen vorgezogen habe. Hier hängt ein Banner. Hier ist eine leere Truhe, die steht ja schon Ewigkeiten. Genau, da treffen wir uns, besprechen alles, kann jeder seinen Einwurf dann geben und dann entsteht dort aus 6 oder 8 kreativen Köpfen dort ein wunderschöner Turm. Jemand runtergefallen? Guck mal, die stehen hier immer hier, ne, hier. Ich demonstriere das mal kurz. Immer hier. Können hier oben drauf springen, ne, und machen dann den da. Und dann springen die hier runter. Und dann kriege ich sogar 1,5 Herzen Schaden. Zweite Möglichkeit, die stehen hier. Ne, da geht's nicht hoch. Hier, wenn die hier hochspringen. Moment, so. Ne, da kommen sie nicht hoch. Da habe ich wahrscheinlich extra diesen Block hier, diese zwei Zäune weggenommen, dass sie dort nicht hoch können. Da war ich sehr clever, ne? Das muss man mir lassen. So. Und besprechen wir alles mit 6 bis 8 klugen Köpfen. Und da entsteht das Ganze dort. Also, finde ich eigentlich ein guter Kompromiss. Jeder kann sich damit einbringen und wird für die Ewigkeit mit verewigt. Ewig. Boah, das ist doch eine gute Idee. Ja, natürlich. Da können sie sich dann alle noch streiten, wer welche Etage bekommt. Ja, das wird ein Spaß. Hey. Genau. Müssen wir uns noch überlegen, ob man wirklich hier auch eine Leiter macht. Ich habe mit den Enrico schon gesprochen. Vielleicht könnte man das Fahrstuhlartig machen. Jede Etage, wie Das hätte ich sehr, sehr begrüßen. Ein Fahrstuhlschacht, wo man auch ganz unten sagen kann, ja, ich möchte jetzt nicht in jede Etage einmal einen Knopf drücken, sondern ich möchte jetzt ganz nach oben. Ja, ja, ich denke, das würde vieles erleichtern. Ja. Um jetzt zu sagen, in jeder Etage sagt, gut, entweder ganz nach oben oder ganz nach unten. Das würde wirklich vieles erleichtern. Ja, und hier unten ist die Nachtwächter-Ruhe. Es wird ja gleich wieder dunkel. Und hier steht auch zufälligerweise ein Bett drin. Da kann ich euch das mal kurz präsentieren. Hier ist die kleine Schaltung. Und hier diese zwei Notenblöcke mit diesen klebrigen Kolben, den Redstone-Block. Das gehört nicht dazu, das ist schon wieder der Ausschalter sozusagen. Jetzt geht's los, ja. Der Block lässt durch und aktiviert diesen Kolben. Und das hier, das läuft hier durch.
aktiviert diesen Kolben. Der das ja rausschiebt, der aktiviert dann diesen Kolben, dass der einfährt sozusagen. Wird dieses Signal ja gestört und hier wird sozusagen das Signal weitergegeben, weil dieser Redstone Block weggezogen wird und durch die 8-Takter wird das sozusagen ja gesteuert, dass wir 4 verschiedene Blöcke haben. So, jetzt dürfen wir aber nicht mehr herumschreien, sondern link und schlafen. Jetzt sind Monster in der Nähe, das gibt's doch nicht. Trennen mir die Augen echt. So, bis zur nächsten Folge. Ciao.